Was aber die wenigsten Flacherdler wissen. Halt die Fresse! Ich bin jetzt keiner, der einen Aluhut aufhat und irgendwie Chemtrails irgendwo sucht oder so ein. Oder andere kreative Ideen, wie man seine Zeit verbringt. Ja, wir sind mal ganz neutral. Die Aluhut-Jungs sind ja auch putzig. Aber ich find's immer sehr gut, wenn man selbst informiert ist. Mensch, wir sind doch mündige Bürger. Vertrauen Sie einfach mal der Wissenschaft. Habe ich mal wieder ein bisschen den Professor Lesch mir angeguckt. Alpha Centauri, gell? Habt ihr noch mit Sicherheit auch mal gesehen. Lief früher auf Bayern Alpha, vielleicht auch immer noch, wer weiß. Und jetzt kann man es natürlich bei YouTube sich alles anschauen. Großartige Sendung. So unterhaltsam. Wahnsinn. Und wegen Hawkins Tod und dementsprechend meiner Wiederaufarbeitung von Alpha Centauri. Schaut euch mal Alpha Centauri an. Tolle Serie oder tolle Show sozusagen. Dass der Kollege, der ist Professor an der Sternwarte München, oder ist zumindest zu dem dauerigen Zeitpunkt gewesen, und der erklärt, finde ich, auf eine sehr zugängliche Art und Weise die Phänomene rund um die Astrophysik. Oder eigentlich aber auch ein bisschen weiter, holt immer so ein bisschen aus. So ein Schwätzer, ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, die reden einfach die ganze Zeit komisch, Leute. Und das habe ich mir gerne angeschaut und da war auch eine natürliche Entstehung der Welt und Urknall, wie ist das Universum, wohin dehnt sich das aus, wie groß ist das eigentlich, was Lichtgeschwindigkeit, kann Star Trek Wirklichkeit werden, all diese Themen, die einen halt bewegen, tagtäglich. Und da habe ich natürlich auch mal geguckt, fand das alles hochinteressant, finde es natürlich sehr schade, dass mit Star Trek mit der Umsetzbarkeit ein bisschen hapert. Das fände ich natürlich schon toll, also ein Beam und so ein Replikator wären für mich halt schon sehr weit vorne. Und dazu natürlich die Geschichte mit der Lichtgeschwindigkeit, das fände ich natürlich auch klasse, wenn wir ein bisschen Warp hätten. Aber kam ich natürlich auch wieder auf die Idee mit dem, über die Entstehung, wie jetzt zum Beispiel Gold entsteht oder irgend sowas, Elemente, sowieso diese gesamte Geschichte mit diesen tollen Fusionsreaktoren, die da in den Sternen abgehen und dann lustige Elemente ausbrüten und all diese Geschichten. Später gucke ich mir beim Lesch nochmal an, wie das Gold entsteht. Ach, wunderbar. Es ist da. Also wenn ich was nicht verstehe, dann ist die Kernfusion, aber es macht nichts. Er sagt mir, dass es so ist. Ich glaube ihm dann einfach und schon geht es mir gut. Das ist eigentlich echt prima, wenn man irgendwie in einem Wissensgebiet unterwegs ist, wo einfach die meisten, die zugucken, es hinnehmen müssen, was man sagt. Wenn er mir sagt, dass ein Stern nur bis Eisen brüten kann, weil danach die Kernfusionen keine Energie mehr abgeben, okay. Dann nicke ich tapfer, bin froh, dass ich die Worte überhaupt verstanden habe, die er benutzt hat, sag jupp und weiter geht's. Und das gebe ich dann auch direkt als feststehendes Wissen weiter, wenn mich einer fragen würde, Onkel, gewisse Elemente kernfusionieren und geben dabei Energie ab? Und dann sag ich in voller Inbrunst, ja klar, ist Eisen. Ja, nicht mehr. Und hoffe, dass man mich nicht fragt, woher ich denn dieses Halbwissen habe. Weiß ich. Ich wäre mal gespannt an der, also ich wäre mal interessiert an der prozentualen Verteilung, wie viel generell Halbwissen ist, was so in der Welt herumgeistert, wenn irgendetwas weitergegeben wird. Auch mit voller Überzeugung. Und man zweifelt es nur nicht an, weil man von der Materie nicht genug Ahnung hat. Aber mir geht es auf jeden Fall in seiner Sendung so. Aber ich gehe schlicht davon, dadurch, dass sie so lange auf Sendung war, davon aus und dass sie so gute Kritiken bekommen hat und ihn da niemand von der Kamera weggeprügelt hat, dass er wohl nicht vollkommen dämlich ist bei dem, was er da gesagt hat. Und das sind ja auch Dinge, die man durchaus googeln kann. Was auch so ein Punkt ist, informiert euch, gell? Wisst es. Nicht einfach
Wahrheiten eins zu eins kopieren oder Meinungen. Informiert euch auch ein bisschen selbst. Und auch bei dem, was ich so sage, nur mal so als Tipp. Und man hat dann sein Zeug und der steht da und erzählt das und es hat wohl alles gestimmt und dann passt das. Und dann ist es einfach faszinierend, in einem, sagen wir mal, in einem Fachgebiet da belehrt zu werden, mit dem man eigentlich täglich konfrontiert ist, weil Physik ist nun mal etwas, was man, wenn man möchte, und wenn man die Augen aufhält, was man ständig erleben kann. Und das finde ich ja hochspannend. Und man kann da tatsächlich viel Spaß haben. Und Gott, was habe ich Physik gehasst in der Schule. Und ich war auch von Lehrern umgeben und mit Lehrern gesegnet, die auch wirklich sich angestrengt haben, dass dieser Hass bei mir auch voll ausgebildet wird. Und bloß keine Freude bei mir aufkommt, wenn ich an Physik denke. Naja, also auf jeden Fall deswegen, guckt danach, schaut, was nett ist. Schaut euch mal den Lesch an. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr in irgendeiner Form auch nur leisestes Interesse an Astronomie, nicht Astrologie, Astronomie habt, dann schaut es euch an. Oder auch Alltagphysik. Der erklärt viele Dinge, die einfach so mal nebenher passieren. Natürlich auch chemische Vorgänge. Hängt ja alles miteinander. Bis in der Entstehung der Welt. Bis die Biologie nimmt er auch immer noch mit, weil ja, er weiß halt Bescheid. Super. Mensch, wir sind doch mündige Bürger. Vertrauen Sie einfach mal der Wissenschaft. Ich find's immer sehr gut, wenn man selbst informiert ist.